Leute, wir schauen jetzt eine Folge von Twitch Clips Germany und zwar eine spezielle Folge. Ich kann dieses Wort immer noch nicht sprechen auf Englisch. Well, und zwar eine Halloween Spezialfolge. Spezial, weil es speziell ist. Ich bin sehr gespannt und auch auf die Kostüme, auf die am meisten. Und auf ein paar Erschrecker, I guess. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, rein in das Game, wollte ich schon sagen, in das Video. Let's go! Hallo, mein Name ist Dirk Neuenfels, ich bin der Höllensohn. Herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Ja. Hä, ja, wieso sollte ich in die Kabine gehen? Ein Waschbär! Tobi! Ein gruseliger Waschbär. Hä, ja, wieso sollte ich in die Kabine gehen? What the fuck? Der Karaoke? Ich würde ja sagen, am Ende machen wir eine kleine Abstimmung, wer den besseren hat. Und der Gewinner darf dem Verlierer einmal dick in die Fresse hauen oder so, keine Ahnung. Warte mal, dick in die Fresse hauen? Wrong website. Okay. Deswegen, meine Freunde! Deswegen! Nur sowas hier. Nur sowas hier. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Und für Leute, die lost sind. This is safe. Was? Wie? Ah. Mag dein Gesicht nicht. Tut mir leid. Ah! Jeez, that gave me a scare. Ja. Was passiert? Ich habe mich von dieser Fledermaus erschrocken, die dann hier so auf meiner... Oh mein Gott! Ich dachte... Ist Harley Quinn nicht blond? Oh nein, Leute! Oh nein! Oh. Der Teddybär hat ja krasse Augenbrauen, hä? Der sieht ein bisschen aus wie Nuru. Duck dich. Frische. Oh, der Bauer, ne? Ja. Ja. Der hat mich. Du darfst nicht sterben jetzt. Boah, der Bauer hat mich damals so fertig gemacht, ne? Als ich das erste Mal der Bauer gespielt habe, diese Spinnenwelt da, ne? Und so. Ich war fix und fertig, als ich aufgehört habe. Ich war fertig. Mori war fertig und hatte Kopfweh und Ohrenschmerzen, weil ich so geschrien habe. Aber das war das. Nee. Das. Nee. Einfach nein. Da ist Phasmo gar nichts gegen, ey. Wirklich. So. Sag das mal, dass ich euch alle auffressen kann und begrüßen kann. Jit! Kamera gar keinen Bock. Okay. Was ist das? Ah, fuck you! Ah! Was zum? Sorry. Ich muss sagen. Kurze Frage. Was sind das eigentlich immer für Games? So. Also manchmal sehe ich hier die wildesten Games. Das war jetzt. War das jetzt Golfen mit Jumpscares oder was? Greener Grass? Was ist das? Woher. Nani!
Das ist einfach Golfen mit Jumpscares oder was? Gruselgolf. Ey, es gibt doch auch wirklich alles, ne? Es gibt einfach alles. Kann, weiß ich nicht. Probieren wir mal. Ich okay. habe hier Knochen, gemaltes Knochenmehl einer Jungfrau. Aha, also von dir. Schieb mich einfach für den richtigen Zuschauer auf. Warte, was? Okay. Ist fein. Bait. Ja. Ich bin so sad, wenn ich jetzt so viele Leute sehe, die einen Kürbis geschnitzt haben. Ich hatte halt die ganze Zeit auch Bock. Darauf, einen Kürbis zu schnitzen. Habe ich nicht gemacht. Letztes Jahr wollten wir das machen, dass wir uns die dann aufsetzen und so. Also mit Nuru und so zusammen wollten wir das machen. Dieses Jahr auch wieder nicht dran gedacht. Jetzt spritzt mir ins Gesicht. Ich kann nicht hören. Alles okay. Ich passe da genau zu. So, okay, dann komm, wir machen den Linksabbieger. Hier, das nehme ich auch. Das geht auch nicht auf. Da. Also das kriegen wir auch hin. Also. Zwei was? Labyrinth. Was ist das denn? Ich weiß null, wo ich... Ich bin tot! It's me einfach. Aber ich habe auch das Problem, wenn ich zeichne auf Papier, dann tippe ich manchmal mit zwei Fingern auf das Papier, weil ich rückwärts Schritten machen will, weißt du? Weil auf dem iPad, wenn man zeichnet, dann macht man Doppeltipp und dann geht der... Geht der Strich, den du gerade gemacht hast, weg. das ist er wirklich. Ja, ich weiß. Das hat sich irgendwie falsch rausgeschrieben. Dann beende ich die Runde mal, ne? Oder? Ja, mach. Ne Hotpants mit Strumpfhose. Das verstehe ich nicht ganz. Boah, das war so ein mieses Ding. Das war so ein mieses Ding, wirklich. Ich habe das Spiel ja auch gespielt. Und Alter, dieser Jumpscare war so mies. Ja, Spirit, dass du wieder lachst, ne? Danke nochmal für die Empfehlung dieses Spiels. Until Dawn war strong. Aber meine Fresse, das Ding bei diesem Spiel war ja, dass ich habe schon mal solche Art von Spielgenre schon gespielt. Und es war immer schon gruselig und so, ne? Keine Ahnung. Und dann kam jemand rein und dann haben wir darüber gerade geredet und die Person meinte, boah, das ist schon echt gruselig. Und dann meinte ich so, ach, ich habe sowas wie Outlast und so gespielt. So Entscheidungsspiele so in der Richtung, das ist schon gruselig, aber nicht so schlimm. Dann habe ich das gespielt und ich habe mich eingeschissen. Das war so gruselig, wirklich. Und am Ende sind bei mir alle verreckt. Und nein, keine Sorge, es ist kein Spoiler. Das war meine Schuld, dass alle verreckt sind, außer zwei. Naja, Sam hat überlebt. Hashtag Insider. Anyways. Ja, immerhin zwei. Ja, ich habe auch schon mal Visage gespielt. Aber dieses Spiel rühre ich nie wieder an. Das Spiel ist nichts für mich. Also wirklich, nein. Für kein Goal der Welt rühre ich dieses Spiel nochmal an. Nee. Weißt du, wir müssen das akzeptieren, dass wir halt nicht alle rausgeholt haben. Du kannst im echten Leben auch nicht einfach den Zurückschalter drücken oder so, ne? Da musst du auch mit deinen Entscheidungen klarkommen. Und bei dem Spiel sehe ich das genauso. Ich muss mit der Entscheidung klarkommen, dass ich drei Leute einfach weggebrutzelt habe, um meinen Arsch zu retten. Das ist einfach so. Mit dieser Bürde lebe ich jetzt. Aber Sam lebt. Von daher, egal. Oh mein Gott. Was ist da schon wieder los? Was?
Hallo? Na? Das ist ganz komisch. Okay. Was zum... Was? Oh, jetzt kommt der Löffel. Oh mein Gott, ich hab Angst vor dir. Es gibt ja manchmal so Gruselkabinetts, wo du so durchgeführt wirst und wo dann auch so Leute sind, die halt so Darsteller nennt man das, glaube ich, ne? Die dann irgendwelche crazy Sachen und sowas machen. Da sehe ich Sonja sehr dolle. Sehr, 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 sehr dolle. Dass sie einfach in so einem Kabinett mal für ein paar Tage oder so arbeitet und das dann so macht. Ich habe nämlich wirklich Angst vor ihr. Alter! Verlässt Athalab den Garten und folgt der Maus. Liest du jetzt immer alles? Ordensnachrichten? Liest du? Schlechte Dichtkunst? Beides? Liest du jetzt? Arib könnte Athalab sein. Der Gönner sprach von einem Vortrag im Garten. Ich könnte Arib diesen Brief geben und schauen, wohin die Füchsin mich führt. Liest du jetzt immer alles vor, was ich vorlese? Oder? Moment, Moment, Moment. Aber Jessica, bist du nicht von ihr weggerannt? Da war ja alles fein. Ich meine ja so, wenn sie so verkleidet ist und dann da das so macht. Aber ich find's cool. Ich find's sehr cool. Oder, also. Das ist cringe. Oh nein. Das war doch... Das kommt doch daneben, oder nicht? Was macht es da jetzt daneben? Oh mein Gott. Da... Alter. Ich krieg schon Piepen auf dem Ohr. Versuch's weiter. Versuch was weiter? Wohin denn damit? Wohin denn? Willst du mich verarschen? Herz aus Brust entfernt. Das Schöne ist, wenn man am Ende erfährt, dass man es einfach da drauflegen muss und es sich dann einreiht, nicht daneben schieben. Man muss es da drauflegen. Aber es hat mir auch keiner gesagt, weil BSG ja verboten ist. Was für eine tolle Idee. Ich glaube, selbst wenn BSG erlaubt wäre, hättet ihr mich so gerne... Ich glaube, ihr hättet mich einfach weiterleiden lassen, einfach weil es so lustig ist. Selbst wenn wäre BSG erlaubt gewesen, wirklich, hättet ihr gesagt, na Kitten, du Opfer, kriegst es nicht hin. Wohin denn damit? Wohin denn? Willst du mich verarschen? Herz aus Brust entfernt. Zuckersüß. Scheiße! Abkühlung. Er braucht sie. Wir sind auf der anderen Seite. Warte, wer bist du? Nein! 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 Nein, 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 kann ich nicht! Okay. Okay. Let's go. Oh, du heilige Scheiße, Allah. Oh. Ah! Schatz, hast du gehört? Dieser Schrei war ja fantastisch. Und du hast dann sowas wie der Barbie-Haarkämm-Simulator und Welpenstreicheln. Du weißt schon, was ich immer streame, ne? Ja, meistens Onlyfans. Sag mal, Hase? Nanni? What's up? Wenn du nicht sterben willst, musst du etwas tun. Aber was muss ich tun? Du musst bei Twitch Clips Germany abonnieren. Ah!
Leute, ihr habt's gehört, wenn ihr überleben wollt, abonniert Twitch Clips Germany, lasst einen Daumen nach oben beim Original, immer Liebe lassen, ist wichtig und richtig. Und dann gerne auch hier einen Daumen nach oben, was in die Kommentare schreiben. Dankeschön fürs Zuschauen und schaut euch noch mehr Videos von mir an. Würde mich über Support freuen. Kuss auf die Nuss. Bye, bye.